Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Liberty City Stories. Heute sind wir der erfolgreiche Autohändler. Ja, und da legen wir mal direkt los. Wir sollen in Kurzform eigentlich bloß das erfüllen, was die Kunden gerne haben wollen. Und ja, ist eigentlich so ziemlich immer dasselbe. So kann man sich das Ganze vorstellen. Also hier die schnelle Karre möchte halt so schnell wie möglich fahren. So wenig wie möglich abbremsen und ja, sagen wir es mal so, möglichst schadenfrei eigentlich ankommen. Es gibt mal die ein oder anderen Probleme, dass sie mal das Auto in einer anderen Farbe haben wollen. Ja, das ist aber selten. Hier habt ihr mal gesehen, was passiert, wenn uns ein Motorrad da reinfährt. Na, da müssen wir es sofort umlackieren und ja, schauen wir mal. Dann lackieren das jetzt um. Eigentlich hat mir der Schwarz ganz gut gefallen, Mensch. So, schnell mal umfärben hier. Naja. Nicht nochmal einen Unfall bauen. Sieht aus wie weiß, silber, türkis. Hä? Irgendwie sowas. Also wir haben jetzt immer quasi dieselbe Zeit, ne? Aber die, das Ding ist, die Leute werden dann von Level zu Level schwieriger zu überzeugen. Deswegen, ja, ist Eile geboten. Ja, nicht immer dieselbe Zeit. Ich glaube, wir können sogar mehr Zeit rausspielen. Das ist das Ding. So, hier haben wir jetzt das nächste Auto. Ja, da ist der Gegenteil von schnell gefragt, und zwar langsames Fahren. Langsames, unfallfreies Fahren. Schön in langsamem Tempo und schon haben wir den auch überzeugt. So viel halt dazu. Jetzt kommt der nächste. Ich mache immer gern lieber den hier, bevor ich den anderen mache. Ich erkläre euch gleich warum. Das ist jetzt das nächste und da geht es eher darum, ja, Offroad. Heißt, viel fliegen mit dem Auto, viel, abseits der Straßen unterwegs sein. Aber meistens in dem Fall fliegen. Mit dem Auto in der Luft schweben, so gut es geht, ne? Und das überzeugt dann schon. Ja, ich muss sagen, das ist eigentlich eins der schwierigeren Fahrzeuge für die Offroad-Strecke. Weil die halt auch schwieriger an Fahrt gewinnen, ne? Und auch sehr große Probleme haben, was quasi bergauf betrifft, ne? Wir haben da aber auch noch andere, die noch dazu kommen. Also es ist jetzt nicht immer dieselbe Automarke. Aber das Prinzip ist halt in dem Sinne das gleiche. Was wir halt immer wieder einhalten sollen. So. Bringen wir jetzt wieder ab. Bei dem hast du zum Beispiel das Vorteil, es ist egal, wie sehr der Wagen beschädigt ist. Die wollen in den meisten Fällen eigentlich nicht das Auto repariert haben. Ist ja auch logisch, ne? Offroad geht das Auto nun mal kaputt. Kannst du nichts machen. So, und jetzt kommt unser Killbedürftiger. Ja, das ist eher jemand, der sich gegen das Fußvolk verschworen hat, sagen wir es mal so. Eigentlich eher weniger einer meiner Lieblinge, aus dem Grund, weil du dir halt ja auch so enorm viel Ärger einhandeln kannst, ne? Und besonders die Situation, wenn halt jetzt wirklich mal ein Unwetter ist, also Regen ist, wo sowieso kaum Leute draußen sind, hast du den halt länger an der Backe, ne? Also er frisst dann enorm viel Zeit. Da, wo die anderen vielleicht schneller gehen, braucht er dann halt noch mehr Zeit. Ach ja, und was ich noch dazu sagen wollte, nicht nur das Fußvolk überfahren bringt bei dem mehr Punkte, nein, auch wenn du vorweislich schaffst, deine Sterne loszubekommen während der Probefahrt, schaffst du es auch nochmal enorme Punktzahl bei dem zu sammeln. So. Also die erste Runde haben wir jetzt schon mal erfolgreich geschafft. Fangen wir das nächste Level an. Ja, hier haben wir jetzt nochmal leider dasselbe Offroad-Fahrzeug.
Also geht's wieder ans Schweben. Aber ihr könnt mir glauben, also so einfach wie es jetzt ist, ne, auch wenn es dasselbe Prinzip immer wieder ist, ist es im Endeffekt, wenn ihr das selber ausprobieren solltet, gar nicht, ne? Weil du musst ja wirklich auf alles achten. Also wenn du bei dem Schnellfahrer zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, einen groben Unfall baust, dann kann schon wieder die ganze Fahrt erledigt sein. Wenn du bei einem einzigen Kunden verkackst, ist quasi die Mission gescheitert. Du musst völlig aufpassen, wirklich. Oder halt, wenn ein Auto anfängt zu brennen, weil wir auf dem Dach liegen. Ah, zum Glück konnten wir das hier noch rechtzeitig retten, hier, das Ding. Na, also es ist in Wirklichkeit schon etwas herausfordernder als jetzt. Herausfordernder, als es jetzt den Anschein wagt. So, wir machen mal gleich den, weil dafür müssen wir eigentlich nicht sehr weit fahren. Na? Also sagen wir, bei den Fahrzeugtypen, da bist du halt wirklich innerhalb von ein paar Minuten durch. Du fährst ja einmal im Kreis und schon hat sich das. Du darfst aber auch wenn du jetzt bei dem langsam fahren sollst, darfst du nicht den Fehler machen, bei dem jetzt grob stehen zu bleiben, ne? Könnte auch wieder so ein Grund sein, warum die Probefahrt dann fehlgeschlagen ist. Also ganz wichtig, so ein bisschen damit drauf achten. Fahren, langsam fahren, keinen Unfall bauen, aber nicht stehen bleiben. Genauso wie beim Schnellfahren, ne? Du darfst nicht zu oft abbremsen. Ist auch wieder eine Mission fehlgeschlagen. Ja, ich meine, hier haben wir jetzt noch Glück gehabt mit dem Unfall, hätte aber auch nach hinten losgehen. Ihr seht schon, wie weit quasi das Überzeugungslevel nach hinten losgegangen ist. Für das Schnellfahren nehme ich eigentlich immer gern die Strecke, ne? Weil du hier quasi Gas geben kannst und solltest du bis zu dem Hochhaus noch nicht die Überzeugungskraft gewirkt haben lassen, kannst du auch noch durch diese Gasse da fahren und kommst quasi vorne bis hin zur Brücke. Ne? Kannst bis hin zur Brücke quasi im Schnellfahrmodus überzeugend wirken. So, das Ding fahren wir jetzt einfach hier rein, spritzen es einfach um und dann hoffen wir einfach mal, dass wir hier nirgendwo dagegen fahren werden. Ist immer mies, ne? Ist immer mies, weil du siehst nicht, wer hier dahinter ist. Gut, fahren wir das Ding jetzt ganz still und heimlich nach Hause. Beziehungsweise zum Autohof. Und dann hat sich das Ding erledigt. Einmal hier rum. Sehr, sehr gut. So. Gleich der nächste. Ja, eigentlich der letzte schon quasi für das Level. Unser Überfahrkünstler. Auch ein Grund, warum ich das immer als letztes mache, weil wenn ich mir jetzt mal richtigen Ärger mit der Polizei anhandle, kannst du quasi, wenn die Probefahrt dann, ja, oder wenn sie sogar noch läuft, das so machen, dass du das schon während der Probezeit umspritzen lässt, ne? Wäre halt auch möglich. Du kannst mit dem Fahrzeug wirklich stehen bleiben. Wäre ja mies, wenn nicht, ne? Wenn die Polizei dich angreift oder beziehungsweise mit den Autos gegen dich kollidieren, wäre es ja schon ein bisschen unüblich, da nicht irgendwie stehen zu bleiben, ne? Sehr gut. Also Level 2 auch erledigt. Na, klappt doch schon mal sehr gut. Zum Glück erstmal nur ein Stern, das wird sich aber noch definitiv ändern. Es wird definitiv nicht so bleiben. Geht's wieder von vorne los. Also ich habe jetzt diesmal nur das Glück, dass ich wirklich immer wieder diese ja, Fahrzeuge habe für die Offroad. Naja, machen wir das Beste irgendwie draus, ne? Auf geht's in die lüftigen Höhen. Wollen wir mal nach oben. Na, das ist das, was ich meine, ne? Die kommen nicht so richtig in Fahrt. Die kommen echt nicht so richtig in Fahrt. Da kannst du nur das hier hinten nutzen. Und quasi, wenn du Richtung Mülldeponie fährst,
Das ist ja auch nochmal so ein Abhang, ne, wo es runtergeht. Weil die kommen nicht so steil die Berge so richtig gut hoch. Wie die anderen Offroad-Teile. Ja. Jawoll. Haben wir geschafft. Ja, zum Glück ist es ja am Anfang noch ein bisschen einfacher, ne? Das so überzeugend zu gestalten. Hinten raus wird es dann immer schwieriger. Besonders bei den Fahrzeugen. Und jetzt lassen wir noch Regen dazukommen. So, Gas geben. Wir wollen versuchen, so möglichst viel Zeit rauszufahren, wie es eigentlich nur möglich ist. Na, bei denen versuche ich halt immer noch jetzt mal keinen Schaden zu machen. Ah, hat gut geklappt. Wenn wir es jetzt noch heil zurückschaffen, da haben wir das Ding sauber und schnell gefahren. Ja, bei dem Teil ist es nochmal übel, dass das schnell mal ausbricht. Ihr kennt es ja schon aus den GTA 3 Teilen, ne? Also das bricht schnell mal aus. Und dann liegst du bei irgendeinem in der Motorhaube. Das ist ungünstig. Und jetzt vom schnell zu langsam. Nächste Probefahrt. Immer wieder ein Unterschied, ne? Jetzt auf ganz entspannt. Sonntagsausflug. Na, das wird doch. Da kannst du dir in Ruhe dein Deschen D eingießen. Das passt alles. Wie höllisch du darauf achten musst, dass du so gut wie keinen Unfall noch mitbaust, ne? Ist ja alles Punkteabzug. So, und jetzt unser Rowdy pur. Konntest aber immerhin schon mal rausspielen, dass wir jetzt schon mal 11 Minuten, ne? 11 Minuten, 10 Sekunden und sowas haben. Jawoll. Läuft. Noch geht das. Noch geht das. Aber das da oben sieht schon wieder aus wie Gewitterwolken. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt alles so sicher bleiben wird. So, wir gucken mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwo jemanden finden werden. Komm, einmal 180 Grad Drehung, das können wir doch. Theoretisch müsste ich immer aufhören, wenn ich einen Stern habe, ne? Weil wenn der weg ist, kriegst du ja quasi extra Punkte. Aber das ist halt immer unterschiedlich. Manchmal geht es schnell weg, manchmal dauert es etwas länger. Ah. Schauen wir mal. Wenn wir jetzt vielleicht keinen großartig überfahren oder vielleicht nach einer kurzen Pause erst wieder ein. Dass wir vielleicht dann die Überzeugungskraft wirken können. Ah, immer noch. Es fehlt einer. Es fehlt wirklich einer noch. Komm, der wird sich doch wohl finden lassen. Ja, also ich bitte euch. Ich muss hier immerhin eine professionelle Probefahrt hinlegen, ja? Sehr gut. Am Schild abgebremst und zurück geht's. Das läuft doch. Momentan läuft's ganz gut. Und schon sind wir bei Level 4. Ich glaube, jetzt müssen wir mal ein bisschen Offroad machen. Vor allem, weil jetzt wieder einer der Offroad-stärksten Fahrzeuge mit hier unterwegs ist. Er kippt zwar schnell um, ne, aber hat dafür ordentlich Power, wenn es um die Berge geht. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Ich habe es ja beim GTA 3 100% Let's Play gesehen. Zwecks Thema Checkpoint-Mission. Da hatten wir den ja zweimal gehabt. Und da hatte der wirklich Power, was das Berge hochfahren betrifft. Aber wie gesagt, die einzige Schwäche von dem ist halt wirklich, dass er leicht umkippt. Leicht auf die Decke kippt, ne? Deswegen ist das immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber ansonsten eigentlich ganz geiles Fahrzeug, muss ich ehrlich sagen. So, wir haben zumindest schon mal den Polizeistern los. Das heißt, wir können jetzt erstmal langsam fahren.
steigen Sie ein, geht los. Na, machen wir hier einen entspannten, dann passt das schon. Ganz ruhige Kugel schieben hier, ganz ruhige Kugel. Wie gesagt, bestenfalls keinen Unfall bauen, damit wir hier nicht böse Gerüchte uns anhören müssen, dass wir ein Wilder sind. Was das Schnellfahren nach der Probefahrt betrifft, ist erstmal egal, ne? Solange während der Probezeit an sich, bis die Leiste durchgelaufen ist, nichts passiert. Das hat genauso was mit dem Schnellfahren zu tun, ne? Sobald, solange die Leiste läuft, musst du echt vorsichtig sein, keinen Unfall zu bauen. Wenn die Leiste voll ist, dann kannst du Unfall bauen, musst aber im Anschluss dann umfärben, ne? Also neue Farbe und alles drauf machen. Ne, und das meine ich hier. Wenn du es bis zum Hochhaus noch nicht geschafft hast zu überzeugen, es war so klar. Wenn du es bis zum Hochhaus noch nicht geschafft hast zu überzeugen, kannst du quasi durch die Gasse fahren und da hast du nochmal eine kleine Strecke, die du als Überzeugung mitnutzen kannst. Natürlich kann keiner mit ganz frechen Motorradfahrern rechnen, die dann um die Ecke kommen. Ja, wir haben den Schulterblick nicht gemacht, lag an uns. So. Schnell Farbe umgeändert und dann bringen wir den zum Autohaus. Von grün in weiß, der weiß sieht doch viel besser aus, ja. Kannst du doch nicht sagen, da kannst du nicht verkehrt machen. So, fahren wir in aller Ruhe das Ding nach Hause. Trotzdem mit der passenden Geschwindigkeit. Das ist immer mies, ne, dass dann gerade die Autos auftauchen. Und unser Ehrenkandidat. Ich mag ihn nicht. Also das ist so eine Mission, die ist so... Ach. Absolut nicht meins. Also die mit dem hier jetzt, meine ich. Jetzt haben wir zum Beispiel gleich am Anfang an gleich so einen Polizeistern bekommen. Und wenn wir es jetzt übertreiben, dann kann es durchaus sein, dass da gleich der zweite dazukommt. Wir schauen mal, wir schauen mal. Ja, viel fehlt halt nicht, ne? Und jetzt ist das genau eingetreten, was ich sagte. Jetzt können wir natürlich hier schnell umfärben. Da könntest du vielleicht sogar nochmal extra Punkte kriegen. So. Wir machen das jetzt einfach so. Und holen uns jetzt schnell. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das mit dem Paint Spray geht, ne? Dass du da die Punkte kriegst. Oder ob du da jetzt die ausreichenden Punkte kriegst, dass die Autofahrt quasi für bestanden gilt. So, jetzt bloß noch keinen Mist nochmal bauen, dann bis die Sterne weg sind, dann könnten wir eigentlich hier gut durchkommen. Einmal hier rum. Sehr gut. Und da haben wir jetzt quasi Level 4 erledigt, jetzt kommt Level 5. Und da gehen wir es erstmal als allererstes ruhig an. Jetzt ist genau das eingetreten, was ich sagte, ne? Unwetter. Unwetter macht eigentlich alles schwieriger, finde ich. Außer das mit den Überfahren. Ja doch, eigentlich auch sogar das mit dem Überfahren. Das hier ist eigentlich bloß der leichtere Part. Weil beim Unwetter, ne, du hast für den Schnellfahrer hast du diese Rutschgefahr. Für den Offroad-Fahrer hast du die Schwierigkeit beim Berge hochfahren, dass du dadurch schnell mal die Kontrolle verlierst. Und, was war es noch? Ja, hier bei diesem Überfahrtypen da, das Problem, dass halt keine vielen Leute draußen sind. Und wir haben direkt wieder so ein passendes Offroad-Fahrzeug, was ich überhaupt nicht feier.
mach einfach das Beste draus. Ne, das ist das, was ich meinte. Du rutschst hier wirklich weg, das bricht aus. Es ist echt schwierig. Nicht einen Punkt haben wir hier gekriegt. Deswegen können wir nur den Berg hier hinten nutzen und halt hinten den Abhang nochmal. Problem ist ja auch, die sind schwieriger zu überzeugen. So, wir fahren hier nochmal lang. Ja, ist halt alles mit Vorsicht zu genießen. Wir nutzen jetzt den Abhang da hinten. Ach, Mann. Der rutscht mir halt auch ständig weg, ne? Hier kommt er nicht hoch. Es ist wirklich übel. So. Wie gesagt, hier müssen wir auch vorsichtig sein, weil du dich hier wirklich schnell mal aufs Dach legen kannst. Versuche jetzt nochmal Gas zu geben. Ja, das hat schon geholfen. Vielleicht nochmal ein bisschen Anlauf. So einen kleinen Hügel, dann könnten wir das auch hinkriegen. Wir nehmen einfach nochmal denselben, dann dürfte das eigentlich klappen. Einfach nochmal über denselben fahren, dann passt das. Sehr gut. Fahren wir das Ding hier nach Hause. Na, jetzt kommt nämlich das, was nochmal gefährlich ist mit dem Schnellfahren. Aber wir haben eigentlich jetzt hier so ein Cabrio, was eigentlich relativ sicher in der Spur ist. Aber mit dem Schnellfahren ist das halt so eine Sache, ne? Du rutschst mal schnell weg. Na, Taxi. Es ist schwieriger zu überzeugen. Aber wir haben es hingekriegt. Versuchen jetzt halbwegs unbeschadet wieder nach Hause zu kommen. War klar. Irgendeinen muss es immer geben. Muss sagen, bei denen habe ich es jetzt eigentlich seltener geschafft, die unbeschadet hinzukriegen. Ich glaube ein, zweimal bis jetzt. Aber ansonsten, entweder ist mir ein Motorrad davor gefahren. Ich glaube, zweimal ist mir sogar ein Motorrad davor gefahren. Oder einfach mal ein Auto wie jetzt. Einfach mal so random nach drüben gezogen. Naja, kannst du halt nicht ändern. Wir haben ja zum Glück genug Zeit. Da stört das nicht, obwohl es eigentlich auch unnötig ist. Ne? Es ist wirklich unnötig, dass dann dort einfach rübergezogen wird. So, mit dem schicken weißen Cabrio fahren wir wieder zurück. Bei allen offenes Cabrio, bei Regen, bei Blitz und Donner und Regen. Das nenne ich mal eine Probefahrt. Da kannst du dich quasi mit Duschdass oder mit irgendeinem Duschmittel davor setzen und Haarwäsche, bist du gleich fertig. Sachen sind auch gleich frisch gewaschen, müssen nur noch zum Trocknen raus. So, und jetzt kommt er. Da werdet ihr es aber auch gleich sehen, was ich meine, ne? Dass da wirklich nicht viele draußen rumrennen. Hier jetzt mal die paar Hanseln, aber es ist nicht der Standard. Das ist wirklich nicht der Standard, den ihr hier seht. Na, hier hast du mal noch ein paar. Wir können jetzt mal gucken, ob hier oben noch welche sind, aber... Na, das ist das, was ich meinte. Das ist der Standard bei Unwetter. Hast kaum Leute draußen. Warum auch, ne? Na, vielleicht nur ein paar von Mafia-Leuten, wenn überhaupt. Aber davon auch nur das allerniedrigste, minimalste.
So, wir biegen mal ab. Ganz lieb und nett, wie wir sind, ne, vor der Polizei. Aber hier steht wirklich jetzt keiner. Ja, ihr seht das nochmal. Aber das ist das, wie gesagt, was Probefahrten bei Unwetter so wirklich schwierig macht. Und diese Mission frisst uns jetzt ja ordentlich Zeit, ne? Solange wir keinen gefunden haben, hast du keine Chance. Und es ist nicht so, dass du mal eben sagen kannst, ja, zieh ich halt jemand aus dem Auto. Du darfst ja nicht aussteigen. Du musst ja in dem Auto sitzen bleiben, weil sonst ist die Mission ja auch fehlgeschlagen. Könnt ihr höchstens einen vom Motorrad runterholen, aber da machst du ja auch nicht viel wett. Wenn das überhaupt so richtig zählt. Kannst halt wirklich nur hoffen, dass du irgendwie Glück hast und hier noch ein paar Leute rumrennen. Es zieht sich. Keine Frage. Ja, und jetzt hast du auch das Ding, ja, das Auto fängt an zu rauchen. Was wiederum bedeutet, wir müssten wahrscheinlich dann auch bald wieder zur Werkstatt, ne? Wenn mir das Auto anfängt zu brennen und ich muss aussteigen, ist die Mission fehlgeschlagen. Deswegen lässt es lieber mal vorher reparieren mit. Vielleicht finden wir ja noch auf dem Weg dahin noch ein paar Leute. Ja, ich glaube, hier habe ich mich gerade verfranst. Aber gut, wir können auch hier lang. Ja, du hast wirklich das Gefühl, so richtig zählt das nicht, was du hier machst. Also nicht viel, minimal. So, wir fahren jetzt erstmal hoch, gleich zum Paint Spray. Na, lassen uns das erstmal unabhängig von der Polizei stehen. Ah, haben wir ein Glück. Wir sind ins Paint Spray rein und schon wurde die Mission dann erfüllt, weil der eine Polizeistern gleich wieder weg ist. Na, wie gesagt, also mit den Fußgängern hätte sich das noch ein bisschen gezogen. Und ihr seht ja selbst, ne, von 13 Minuten 40 Sekunden sind wir jetzt, haben wir ganze 3 Minuten gebraucht. Allein nur für diese Mission. Und ohne den einen Stern hätten wir die jetzt noch nicht mal geschafft gehabt. So, wie dem auch sei, Level 6. Wir fangen wieder mit dem langsam an, aber auch nur, weil der am schnellsten geht. Los, macht mal Platz, wir wollen hier keinen überfahren. Wir sind hier Bürger, die sich an die Straßenverkehrsordnung halten, pflichtbewusst, wie wir sind. Ja, das ist halt, du kannst sagen, was du willst, aber das ist halt wirklich eine einfache Nummer. Schnell durchgezogen und schon kannst du das Auto wieder abgeben. Ich mache halt aber auch hier ungern irgendwelche Kratzereien, schon aus dem Grund, nicht, dass wir das hier auch noch unnötig dann umfärben müssen. Versuchen jetzt mal noch das Offroad-Teil mit. Das ist aber halt auch wieder ein Fahrzeug. Ist zwar cool, was jetzt hier Berge und alles betrifft, aber es bricht verdammt schnell aus. Besonders bei Regen. Na? Aber dafür geht es schon bei den Bergen schon etwas mehr ab. Er hat mehr Power dahinter. Aber es, ihr seht es ja hier, es bricht aus. So schon, also ohne Regen schon etwas leichter. Mit Regen natürlich enorm übel. Oh, da konnte man Saltos machen, du. Da konnte man die Sprungkraft, die Sprungfeder des Fahrzeuges gut nutzen. Abgegeben das Fahrzeug und schon hat sich die Sache erledigt. Gut. Machen wir jetzt noch das schnelle Fahrzeug. Aber wir konnten die 3 Minuten schon mal wieder rausholen, ne? Also so ist nicht.
eigentlich dürfte man jetzt am allerwenigsten Fehler machen, weil Level 6 ist wirklich quasi in Anführungsstrichen das Endlevel der, ja, der Autohändler-Mission. Ja, und die machen es uns jetzt nochmal besonders schwierig, ne? Der kommt uns alles entgegen, wechselt auf unsere Spur. So, wir versuchen jetzt unbeschadet das Ding nach Hause zu fahren. Mal sehen, ob es mir wenigstens in Level 6 gelingen wird. Ein letztes Mal gelingen wird. Bisher sind wir schon gut vorangekommen. Na, es sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Unbeschadet. Sehr gut. Und jetzt der Kandidat. Der Finalkandidat. Ja, halt auch nochmal im Regen, ne? Da weißt du einfach, was dir bevorsteht. Wir haben es ja gerade, wie gesagt, eben erlebt. Dass du kaum Leute findest. So. Und die du ja hier findest, die bringen ja kaum Punktzahl. Das kannst du ja unter Ulk verbuchen. Schwierig. Ja, da drüben haben wir zwei Leute gehabt, aber ist auch nicht so dolle. Fahren wir hier am Rotlichtviertel mit vorbei. Vielleicht laufen da ja noch ein oder andere so rum. Meistens ja hier am Park. Ja, wie jetzt gerade. Konnten wir ein bisschen absahen. Vielleicht hier noch an der Außenseite. Nee, wir fahren mal hier nach oben. Zur Not hier in die Baustelle rein. Oder wir fahren hier oben lang. Hier weiter. Aber hier ist jetzt wieder keiner. Es ist einfach keiner da. Deswegen ist das so mies, ne? Level 6 und dann hast du nochmal so schwierige Bedingungen. Aber wisst ihr, was mir einfällt? Ich weiß, wo wir zu 100% Leute finden werden. Und das ist eine richtig gemeine Nummer. Aber mein einziger Ausweg, um dieses Level zu schaffen. Das ist jetzt... Ja, den Gedankengang, den ich jetzt habe, das ist eine miese Nummer. Aber wirklich die einzige. Wo wir hier vielleicht wirklich dauerhaft Leute finden. Passt mal auf. Ich glaube, das Ding werden wir jetzt durchziehen. Weil die Nummer, wo nur Leute sind, genau tags wie nachts, sind die hier. Ich sag doch, das ist eine miese, miese Nummer. Die wir hier jetzt durchziehen müssen. Aber anders weiß ich mir jetzt einfach nicht zu helfen. Tut mir natürlich leid für die Demonstranten. Weißt du, demonstrierst dabei Regen, Wind und Wetter. Und dann kommt so einer und fährt erstmal alles nieder. So, wir gucken mal, ob vielleicht hier noch Leute hinzukommen. Ja, es spawnen halt immer wieder Leute, die auf dich losgehen, ne? Was ja im Endeffekt unser Vorteil ist. Weil wir müssen sie bloß treffen. Ja, das ist ein ungünstiger Winkel, den werden wir so nicht kriegen. Doch, den haben wir. Fahren noch mal ein bisschen hinter. Und versuchen jetzt mal, da kommen schon welche. Ja, da ist noch jemand.
Komischerweise kommt davor nicht sofort die Polizei, ja? Jetzt mal ein Stern. Nach wie vielen, die wir überfahren haben? Gruselig, gruselig. Man will ja nichts unterstellen. Aber beim Autohändlerteil, wo wir das dort gemacht haben, ne, da kam ja das schnell mal was passiert. So, wenn wir jetzt einfach wieder zurückfahren und der Stern langsam weggeht, vielleicht haben wir ja da das Glück, dass dann quasi die Mission als erfolgreich gilt. Oder wir finden vielleicht jetzt noch welche. Oh ja, hat es auch so gereicht. Können wir froh sein, dass das vor dem Polizeistadium, vor dem Polizeirevier nicht ein Polizist war, sonst hätten wir jetzt richtig Ärger mal gehabt. Jetzt bloß noch das Teil heil nach Hause fahren, also auf dem Autohof. Und dann haben wir das Ding erledigt. Sehr gut. Ja, Kapitän, das Auto steht unter deinem Schutz. Hol dir dein Schutzgeld, rege mich ab. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, euer Buddy und ciao.